Ja, im Prinzip haben wir da alles gesagt und wir schließen es erstmal ab. Ne? Es war uns wichtig, welches Land das ist. Und es ist eindeutig die USA. So, und anhand, wollen wir sagen, möchte da nichts mehr dazu sagen. Also natürlich sind da einige Erinnerungen, über die wir nichts sagen wollen. Ne, Martin? Das ist erstmal Familie und es ist Familientradition. Und es ist unsere, die wir übernehmen, weil ich auch nicht mehr viel über meine Familie weiß. Ne, Martin? Das ist sehr persönlich. Jedenfalls, auf jeden Fall waren da Füchse, Polarfüchse. Und da sagte der Vater, dass die sehr selten sind in der Gegend. So, und Polarfüchse sind weiß, möchte ich mal erinnern. Ne? Ja. Sieht da nicht so aus, kann der erinnern nochmal. Wir sind Biologen. Auf jeden Fall kannte sich der Vater auch mit der Botanik sehr gut aus. Ne? War wahrscheinlich auch passionierter Jäger. Aber auch so kannte er sich sehr gut mit Pflanzen aus. Und es sieht so aus, als wenn er da auch Versuche gemacht hat an Bäumen. Ne? Was er da gemacht hat, werden im Moment so anfallen von Schädlingen. Aber wahrscheinlich auch von Nützlingen. Also, könnte auch sein, dass er Biologe war. Was mich nicht wundern würde, weil meine Frau hat auch Biologie studiert. So wie ich es gemacht habe, also autodidaktisch, war es ihr Wunsch. Ja, die werden schon nachgeholfen haben, was sie machen sollen. Und sie wissen ja, woher meine Frau kommt und dann haben sie das wohl auch machen lassen. Ne? Nehme ich heute an, die wissen Bescheid, denn auch Lies und so, die Erinnerungen, die da sind, wir wollen deshalb noch nicht alles nennen. Sie haben genau gegengesteuert, Lies und Karl. Ne? Wenn Nati irgendwelche Erinnerungen hat, mit denen sie nicht zurechtkommt. Die wahr waren, die hat man ihr dann ausgeredet, ne, oder? So. Ja, damit schließen wir das erstmal ab. Weil wir wissen da Bescheid. Achso, möchten noch sagen, ja, sie ist ein Kind, sie hat eine Telefonleitung nicht gesehen. Ne? Also ein Telefon gab es auch nicht. Aus, ne? So, und da das alles so war, denken wir, dass man da wirklich gewohnt hat. Dass man dann wohl mit Wissenschaft oder irgendwelchen Filmen oder was weiß ich sein Geld verdient hat. Das sah eher aus nach Wochenendhaus, ne, Martin? Aber man hat da gewohnt, weil sie haben da Weihnachten gefeiert. Aber auch das hat eigentlich noch nichts zu sagen. Kann auch immer noch sein, dass man das auf jeden Fall haben sie Weihnachten gefeiert und interessant war, richtig zusammen mit den Angestellten, ne? Ja. Mit den Hausangestellten. An einem Tisch, ohne Unterschied. Ne? Was schon sehr viel über diese Menschen aussagt. Und auch wie sie ihre Tochter erzogen haben, also es so gelassen haben. Und nicht gesagt haben, da musst du mit Puppen spielen, das ist ein Mädchen. Ne? Was mir natürlich sehr angenehm ist, also möchte dann auch nochmal sagen, mit Maria und Ernst, danke. Danke für eure Tochter, ne? Die ihr mich nur noch im Himmel hören könnt. Möchte ich mich auch dafür bedanken, weil sie ist der wertvollste Mensch für mich. Das habt ihr wohl gleich erkannt, was mit eurer Tochter los ist. Unglaublich, wie dumm ihr alle seid. Und es ist unglaublich, wie dumm an eure Tochter hier kommt, aber möchte mich wirklich bedanken. Und auch sie hat auch immer kurzes Haar gehabt und das hat sie auch behalten und war dadurch auch im Labor und so einsetzbar und so und hat dann auch durchgezogen bis zum Schluss und nicht weggelaufen war. Jetzt habe ich was in meine Haare gekriegt. Ja, und ach Schatzi, nun bleib doch, dann sind wir gleich fertig, dann haben wir sie lang gemacht. Das ist mir doch egal, jetzt gehe ich jetzt mal zum Friseur, zu Maniküre oder was denkst du denn? Ja, sowas hätte mir noch gefehlt. Also sowas hätte mir noch gefehlt, die letzten 30 Jahre. So lange kennen wir uns jetzt und im Februar sind wir 29 Jahre verheiratet, würde ich mal sagen. Also sowas hätte mir noch meine Frau schon gefehlt. Ja, und da bin ich euch beiden sehr, sehr dankbar für. Wir werden euch immer in Erinnerung behalten. Vielleicht lebt der Alexander noch, aber ich glaube nicht mehr, Martin. Weil man hätte sich nicht diese Mühe gemacht, oder? Wir können damit nichts anfangen. Auf jeden Fall wird es da eine Akte X gegeben haben beim FBI in den USA. So, und
da bitten wir noch einmal eindeutig die USA um Aufklärung und Hilfe, ne, Leute? Oder nicht? Ich unterbreche mal.